Hi und willkommen bei Work in Progress. Ich denke, heute gibt es nicht ganz so viel zu erzählen. Ein paar Kleinigkeiten sind aber doch passiert und die möchte ich euch jetzt zeigen. Ich habe zum Beispiel endlich meine CNC-Fräse mal wieder angeworfen. Zum Fräsen benutze ich ein Tool, das heißt Easel. Das ist einfach nur so ein Webtool, ultra einfach zu bedienen. Man muss nicht viel machen. Man kann einfach SVG-Pfade reinlegen und bestimmen, wie tief die ausgefräst werden sollen, beziehungsweise ob das eine Tasche bildet oder ob man am Rand entlang fräst und dann innen oder außen. Und das war es im Endeffekt schon. Man stellt noch ein, welches Bit in der CNC-Fräse hängt und das war es dann. Okay, die Geschwindigkeit von der Fräse wäre noch ganz klug und sowas. Aber es sind halt wirklich verhältnismäßig wenig Parameter im Gegensatz dazu so andere CAM-Tools, die oft ziemlich teuer sind. Bei denen muss man einfach viel, viel mehr einstellen. Und ich habe da wenig Erfahrung und Easel funktioniert für meine Sachen einfach hervorragend. Allerdings hatten die bis vor kurzem keinen Linux-Treiber. Und jetzt gibt es einen offiziellen Treiber für Ubuntu, der bei mir aber immer noch nicht funktioniert. Aber ich habe mir jetzt so ein altes Windows-Tablet rausgekramt und das ist jetzt einfach mein Fräsenrechner, ist vielleicht eh ganz sinnvoll, da muss da mein normaler Laptop nicht dranhängen. Ich wollte mir ein Tablett fräsen, kein Tablet, ein Tablett für Geschirr zum Rumtragen, also relativ groß, da sollten so zwei Teller drauf passen oder eine große Thermoskanne und ein paar Tassen. Und ich wollte auf die Stellfläche so ein geometrisches Muster haben. Und ich habe mich, da können wir jetzt mal reinschauen, für Trudgett Tiles entschieden. Das sind Tiles, also wie Fliesen, kleine Abschnitte, die sich einfach wiederholen, die immer aneinander gesetzt werden. Und Trudgett Tiles sind ganz witzig, die haben immer noch eine generative Komponente. In dem Fall hier, ich habe mir da nämlich ganz schnell so ein Paper.js-Ding gebaut. Wenn ich jetzt hier neu lade, dann seht ihr, dass das immer so ein bisschen anders aussieht. Und eine Fliese praktisch sieht, können wir das hier mal kurz machen? Ich mache hier mal kurz alles auf 1. Dann können wir das sehen. Das ist jetzt doof. Da liegt das Zentrum in der Ecke. Na gut, machen wir mal 2 draus. So, dann sieht man es ein wenig besser. So, in etwa der Abschnitt hier, ich kann jetzt draufklicken, die beiden Pfadabschnitte hier, also dieses Quadrat bildet eine Fliese. Und die kann ich halt auch nochmal um 90 Grad drehen. Dann habe ich hier oben und hier unten so eine Biegung. Wenn ich die einfach aneinander setze, dann bekomme ich eben so ein großes Muster. Vielleicht kennt ihr das Tenprint. Ganz alte Variante davon im Endeffekt, wo man so zwei Linien entweder oder so Slashes praktisch in die eine und in die andere Richtung ausgibt und das einfach untereinander bildet dann halt auch so ein riesen Muster. Genau, das heißt, ich habe mir da so ein kurzes Paper.js-Ding sie geschrieben. Ich habe das dann mit Inkscape noch ein bisschen nachbearbeitet, weil das hier ist jetzt ja nur ein Pfad. Ich will aber das, was ihr hier in Rot seht, als ganze Fläche haben. Da hat Inkscape schon eigene Funktionen für und ich habe das dann noch zusammengefügt hier, dass das eben ein durchgängiger Pfad wird. Das hätte ich auch schon in Paper machen können, aber ich war mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt gut funktioniert. Naja, das habe ich dann in Inkscape noch gemacht. Und ja, ich habe das Ganze dann live gestreamt. Das ist echt nett und ich glaube, ich mache das öfter. Also entweder mit der CNC-Fräse oder mit dem Stiftplotter vielleicht. Ich glaube, da bietet sich Livestream irgendwie ganz gut an, weil ich muss da nicht dauernd vor der Kamera rumhampeln. Das mache ich nicht so gern, bei so Live-Geschichten. Und naja, ich kann ja trotzdem im Chat was erzählen, man kann mich was fragen und ich muss ja eh dabei sitzen, also die kann die Fräse nicht alleine laufen lassen, das ist so ein Eigenbau und die hat auch keine automatische Absaugung, nix, da muss ich eh dabei stehen und beim Stiftplotter ähnlich, also da hängt mein Laptop dran, da sitze ich dann eh dabei und gucke, dass das funktioniert, von daher ist es eigentlich ganz nett, nebenbei so einen Livestream zu haben, weil dann kommen mal Leute vorbei und chatten ein bisschen und ich glaube, das mache ich echt öfter. Hat auch echt gut funktioniert und wenn ihr das mitbekommen wollt, ich glaube hier, YouTube, irgendwo hier, gibt es dieses ominöse Glockensymbol, wo jeder sagt, man muss da drauf drücken. Mir ist das eigentlich egal, aber wenn ihr wirklich so eine Notification für einen Livestream bekommen wollt, macht das, glaube ich, Sinn. Ich glaube, die kriegt man dann immer. Ausprobieren. Aber ansonsten poste ich das bei Twitter und bei Mastodon. Genau. Ich habe dann zwei Teile ausgefräst. Eben einmal diesen Bodenteil und nochmal aus, das war so eine Siebdruckplatte, das ist praktisch Multiplex mit so einer schwarzen Beschichtung obendrauf. Und dann sieht man halt das Muster schön rauskommen. Und das andere Teil ist nur ein Stück Multiplexplatte, das bildet praktisch den Rand. Und dann kann man dann eben einfach oben so draufstecken. Das habe ich dann verklebt. Ich muss es jetzt noch schleifen und ölen. Das habe ich noch nicht gemacht. Das Wetter war so eklig draußen. Und ordentlich schleifen will ich lieber draußen machen. Der Raum mit der Fräse ist eh schon
staub genug und da muss man immer gut genug wischen und deswegen lieber gleich draußen machen. Genau, und dann halt noch gut einölen. Dann ist es fertig, zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Wenn wir schon bei so Tiles sind, ich habe dann noch ein bisschen mehr rumexperimentiert. Ich habe dann das hier gebaut, weil ich dachte mir, so Trudget Tiles sind witzig, aber eigentlich will ich noch mehr Generativität da drin haben. Und ich habe mir dann praktisch so eine Art Labyrinth-Generierung gemacht mit unterschiedlichen Tiles, die halt immer fetter werden können. Also diese die Dicke oder die, der Schwarzanteil praktisch ist auch ein eigener Parameter. Und sieht jetzt so ganz nett aus, finde ich. Aber jetzt auch nicht so ultra spektakulär. Und mein ursprünglicher Plan danach war, das als Dithering-Methode zu benutzen. Das heißt, ich nehme ein normales Pixelbild, ein normales Foto als Basis und schaue mir dann da immer Bereiche an. Also ein Pixel macht keinen Sinn, aber so ganze Bereiche, wie schwarz die sind oder wie dunkel die sind. Und entsprechend setze ich dann halt so einen Abschnitt von diesem Tiling hier. Und dann sollte man eigentlich in etwa so schwarz-weiß, graustufenmäßig das Bild wiedererkennen. Habe ich auch ausprobiert. Genau, das Bild hier unten von meinem Kater sollte das werden. Und naja, man sieht so mäßig. Also ich finde, die Auflösung ist halt eh schon relativ hoch. Also ihr seht, es sind ziemlich viele so Teilabschnitte eh schon. Und ich habe dann diesen Schwarzparameter hier sogar überzogen. Der ist jetzt mehr als 100%. Deswegen wobbelt das auch so in die anderen Abschnitte rein hier praktisch, weil ich dachte, dann wird das Schwarz noch schwärzer. Aber ja, also ich meine, wenn man es weiß, erkennt man es wieder. Hier ist so die weiße Schnauze vom Kater und hier läuft die Pfote da unten lang und so und hier ist in etwa die Hand. Aber es ist jetzt nicht so, dass man es groß erkennen würde. Also so richtig toll funktioniert es nicht. Was ich noch probiert habe, ist, ich strecke zwei Sachen. Ich schneide erstmal die Weißstufe ab, das heißt, alle Sachen, die hell sind, bis zu einem bestimmten Grad, setze ich immer auf Weiß, dass er da gar nichts hinsetzt. Vielleicht ist das schon unklug, aber eigentlich finde ich es eher besser, weil man dann helle Sachen einfach komplett raus hat. Das sieht meistens schöner aus, weil ansonsten komme ich nie auf ein rein Weiß praktisch. Was ich dann gemacht habe, ich habe mein Farbspektrum, davon schneide ich ein Stück ab. Und das restliche Farbspektrum spreizt sich wieder zwischen 0 und 100 auf. Das heißt, hier ist wahrscheinlich, eigentlich wäre wahrscheinlich vom Bild her ein Grauwert, das ist das hier unten von, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 50%. Und ich spreize das dann aber wieder runter auf irgendwas Richtung 0, damit ich mehr Dynamik hier drin habe. Und den Unterschied merkt man auf jeden Fall. Und ich dachte halt, dadurch kriege ich mehr Details und man kennt es besser, aber es funktioniert halt trotzdem nicht wirklich. Ja gut, war ein Experiment. Dafür mache ich ja das Work in Progress. Ich kann halt auch mal zeigen, was halt nicht so toll funktioniert. So. Ja gut. Ich habe übrigens auch andere Bilder probiert. Es funktioniert alles nicht so ultra geil. Naja, aber es war ein Versuch und war ein Versuch. So, okay. Aber kommen wir zu etwas Positiverem. Ich wurde bei Evil Mad Scientists gefeatured. Das sind die Leute, die den AxiDraw bauen. Die featuren gerade nach und nach Leute, die halt viel mit AxiDraw machen und ich war dabei, juhu, ich war glaube ich der zweite oder so. Genau, und dann machen die immer so einen netten Blogartikel und dann sieht man hier, meine ganzen Projekte werden aufgelistet und Links und ein bisschen beschrieben, was ich da so mache. Und das hat mich ultra gefreut. Und danach, haben mich eben ein paar Leute auf die Overflower-Sachen angeschrieben, was mich jetzt dann dazu veranlasst hat, nochmal ein bisschen was dran zu machen. Genau. Gibt zwei neue Features in dem Generator. Einmal gibt es jetzt endlich einen Color Selector. Boah, der Windows Color Picker ist ja ultra hässlich. Okay, na gut. Genau, also man kann jetzt hier Farben selber selektieren und dann ändern sich die für gut. Und was hier oben noch gibt, ist so ein Range Slider. Momentan, also der, ich muss mal diese Nullen da wegkürzen, die sind doof. Aber momentan entstehen zwischen 27 und 32 Blätter an der Blume und ich kann jetzt halt auch den Slider runterziehen zum Beispiel und jetzt entstehen halt auch hier New Leaves, jetzt entstehen halt auch Blumen mit einer kleineren Anzahl an Blättern zum Beispiel, wenn ich jetzt die Obergrenze auch noch runternehme, genau, dann gibt es halt immer kleine Blumen, jetzt kann man das halt auch ein bisschen einstellen und ich habe das momentan auf genau 50 limitiert, weil die Generation mit so einer hohen Blattanzahl dauert halt einfach dann irgendwann lang und über 50 dauert es wirklich, wirklich lang dann irgendwann. Das Problem ist, ich muss da so Ausschneideoperationen machen und mit jedem Blatt habe ich halt wieder, muss ich wieder Tests über alle anderen Blätter fahren. Das ist ein bisschen blöd.
Genau, deswegen dauert das aber das Generieren dann auch so lang. Genau, aber das ist jetzt neu. Und dann hatte ich da auch noch einen Livestream laufen, weil nach dem Feature bei Evil Mad Scientist hat mich jemand gefragt, ob er so Plots kaufen kann. Da sage ich nicht, nein, klar kann man so Plots kaufen. Vielleicht soll ich die auch generell mal in meinen Shop packen. Dann habe ich da 3 gemacht und 2 davon habe ich eben live gestreamt, wie ich die geplottet habe. War auch voll nett. Und ich habe diesmal, das war jetzt das erste Mal, ich habe mir extra so ganz schweres Aquarellpapier gekauft, wo die Struktur aber nicht zu krass ist. Und es sieht echt schön aus. Also damit mit den Rapidographen bzw. Isographen, muss heißen, die Stifte, die ich da benutze, die sind eigentlich zum technischen Zeichnen, die sehen echt schön aus auf dem Papier. Man muss nur ein bisschen gucken. Normalerweise nehme ich einen feineren Stift und auf dem Papier muss er ein bisschen fetter sein, weil das Papier saugt, nicht so ultra krass. Genau, und dann kann man halt auch einen dickeren Stift nehmen. Und das sieht noch gut aus. Ja, genau, also sowas streame ich jetzt auch ab und zu. Genau, und ganz zum Schluss hatte ich noch... ich hatte Umfragen laufen auf Twitter und auf Chaos Social, weil meine Schnipsel, das sind diese kleinen Bildchen, die ich eigentlich jeden Tag zeichne, die habe ich mal angefangen, auf meinem Hauptaccount zu posten. Sonst postet es die automatisch auf dem Bot-Account und jetzt habe ich die mal von Hand praktisch immer noch auf den normalen Account geschoben und wollte mal gucken, ob das Leute nervt. Ist das zu viel, jeden Tag so ein Bildchen, oder soll ich das vielleicht wöchentlich machen oder monatlich? Und die meisten sagen tatsächlich täglich, das finde ich cool. Genau, hier waren 70 und da waren es auch fast 70%, voll gut. Deswegen, ich mache das jetzt einfach mal weiter. Das motiviert mich nämlich selber, die wirklich täglich zu zeichnen. Ich mache das jetzt eigentlich schon so 4 Jahre. Und ich hatte aber letztes Jahr mit Stress und, problematische Arbeitsgeschichten, habe ich echt monatelang nichts gemacht. Die muss ich jetzt eben alle noch nach und nach nachzeichnen. Aber ich möchte jetzt halt am Ball bleiben, damit die Lücke nicht noch riesiger wird. Und da ist das Posten auf Twitter echt nett. Und was ich jetzt aber, glaube ich, ich denke, ich spalte das jetzt. Also ich mache die täglichen Schnipsel auf den Hauptaccounts jetzt erstmal. Und ich habe ja immer noch die, was ist vor einem Jahr passiert, die lasse ich auf dem Bot-Account laufen. Weil ich glaube, das muss ich nicht auch noch auf dem Hauptaccount machen. Das ist eher für mich und ich glaube, viele Leute interessiert es eh nicht. Genau. Das war es eigentlich schon. Demnächst ist die Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe. Da bereite ich jetzt auch noch ein paar Sachen vor. Ich glaube, das kann ich dann in 2 Wochen zeigen. Das ist dann ganz kurz vor der GPN. Genau, und dann, vielleicht sehen wir uns beim Livestream, genau, ja, oder auf der Gulasch-Programmiernacht oder sonst wo. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Work in Progress in 2 Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao. Katze, geh mal weg. Nein, du Depp. Windows, geh jetzt nicht in die Kamera. Und schmeiß ich die raus. Windows?